Wir haben ja noch eine Mosel. Nice. Huch. Oh, scheiße, ey. Nirgendwo einen Winkel gehabt auf die Dudes. So eine Kacke. Oh, warte mal. Das habe ich mir nämlich gedacht. Jemand hat Kim und Korn mitgenommen. Das wäre richtig scheiße geworden. Entschuldigung, aber das würde ich gerne zurückgeben. Unter Garantie, da ist kein Kim und Korn dran. Dankeschön, Brabor. Großartig. Nee. Also ich spiele 7-1, wenn ich richtig spiele. Jetzt gerade geht es ja eigentlich nur um Sniper-Leveln. Alles andere ist immer nur, das PvP ist Obolus. Und üben. Weil One-Taps sind nur ins Gesicht. Mit der Ammo. Oder auch nicht. Kann auch mal vorkommen, dass man nicht One-Tap. Aber der ging wahrscheinlich vorbei durch den Sway. Oh, come on! Are you fucking serious? Da ist jemand gestorben. Da mag wohl jemand nicht, dass Leute in den Grafikkarten, Grafikkartenhaus gehen. Dann nehmen wir einfach die andere Abteilung. Hey Instinct, moin übrigens. Hättest nicht mit dem Gockel mehr Glück, aber dafür habe ich keine Schlüssel, Fero. Dafür habe ich leider keine Schlüssel, Maga. Shoreline. Also 220 wahrscheinlich, denke ich mal. Am besten wäre halt Red Keycard Room. Da ist das am wahrscheinlichsten. Ich habe keine Red Keycard. Wir haben auf jeden Fall einen Sniper auf der Karte. Auf der rechten Seite.
einem Haus drin? Jetzt wünsche ich nicht ins Boot. Läuft hier noch einer? Oh, shit, ich kann halt nicht laufen, wenn der Dude da oben ist. Nope. Ich hab keine Ahnung, wo der Dude ist. Ich hab kein Scope. Ich habe mal eine Frage. Beim Peacekeeper hat man ja die Quest mit 50k Euro abzugeben und bekommt 3 Sniper-Level. Sind das dann wirklich 3 Level oder wie wird das berechnet? Mag es keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mal kriegst du 3 Level, mal kriegst du nicht 3 Level. Das ist, such dir was aus, glaube ich. Mann! Gehe ich jetzt einfach oder gehe ich nicht, Chad? Gehe ich rein? Komm, wir gehen rein, Chad. Moin. Schnell mal kurz was auf die Nase schmieren hier und dann abfahren. Momentan bin ich nämlich Level 5 und würde damit 2 Quests abschließen. So, dann versuch doch. Shit. Was war denn das, Chat? Das. Nee, nee, nix, one on, Blian! Wie kann der denn nicht tot gewesen sein, Chat? Kann mir das mal einer erklären? What the fuck? Feuer, was hast du für Ammo drin? M62. Okay, Chad. We go.
shit, ich dachte gerade, da sitzt einer. War aber keiner. Nice joke. So, du kleiner Piepmatz. Ich glaube, der sitzt in dem Fenster da drin, Chat. Kann doch nicht sein. Wo ist er denn? Hey, Toro, moin. Das kann ja wohl bitte nicht wahr sein. Wo ist er denn? Nope. Nope. Abgelehnt. Der saß nicht im Busch, Teddy. Flugscheiße mal keiner. Hey, Boy. Level 10.
Das geht ja nicht rein. Why? Oh Mann. Oh. Hm. Naja. Dann gibt's halt eine Mose in der Versicherung zurück, wa? Aber Kollege Schnürsche, auch wenn du Level 10 bist, das klaue ich dir, weil das ist halt schon frech, was du hier machst. Das unterstütze ich nicht. Wärst du jetzt sonst irgendwo gestorben? Okay, aber hier so. Hier gegen. Naja. Naja, da fällt dein Bambi-Schutz leider auch weg dann. Da fällt dein Bambi-Schutz weg. Das Spielgerät wurde genommen. Boop. GG's. Also der mit seiner MDR, der war gar nicht so gewollt eigentlich. Wer kam dazwischen? Ich will ein Kind von dir. Das ist schön, das wollen viele. Aber es tut mir leid, so viele Alimente kann ich noch nicht zahlen. So viele Alimente kann ich leider noch nicht zahlen. Das ist schwierig. Bei welcher Quest ist er? Bei der letzten. Mache Schneiber auf Stufe 9. Bei der bin ich. Und die geben mir richtig auf den Pinsel. Warum habe ich eigentlich 7 in 1 im Container? Ja. Auch wenn man verzichtet? Aber ja, ich mache doch keine Kinder und dann verzichtet wieder. Sind wir, bin ich ein scheiß Superstar oder was? Der in der Weltgeschichte rumvögelt? Hallo? Wenn ich ein Kind mache, dann muss ich doch Verantwortung für ein Kind übernehmen. Seid ihr nicht ganz dicht oder was? Oh. Nee. Upi. Sie macht nur Bodypainting. Also wenn sich in die Hose kacken Bodypainting ist, dann mache ich Bodypainting. Aber ansonsten bin ich da raus. Aus der Nummer. Okay, super, keine Beine gebrochen. Was passiert eigentlich nach dem Cover-Container? Dann spielen wir den dritten Account hoch. Bis ich keinen Bock mehr darauf habe. Aber ich glaube, ich werde erstmal eine Woche mich mit dem Gewichtssystem auseinandersetzen. Also so richtig auseinandersetzen. Und dann... Knüppi schreibt mir böse Nachricht. Oh, das ist nicht cool, Knüppi. Das ist nicht cool. Ich schreibe nachher mal eine Nachricht für mich. Die Mose sind leer. Ja, die ist leer. Partystimmung, glaube ich. Ich habe ein sehr unwohles Gefühl, das ich sicher nachvollziehen kann. Irgendwas? Dass ich was schreibe oder dass du... Weswegen? Aber ja, weiß ich.
Aber ist kein Problem. Das kommt nicht abhanden. Also soweit kann ich dir das schon mal sagen. Das kommt nicht abhanden. Keine Sorge. War bei mir auch schon mal so. Oh, hallo. Oh, hallo. Also da musst du dir wirklich keine Sorgen machen, Magga. Wirklich nicht. Ob man den Leuten schon mal gesagt hat, dass da drüben im Kappa-Container, sag ich, im Marktroom weniger Zeug drin ist und sich das gar nicht lohnt, dafür zu kämpfen? Ja, ich suche nach dem Gockel, richtig. Ja. Ich glaube, die brauchen ein bisschen länger da unten. Die looten sich noch und heilen sich noch und kein Bock zu campen. Kein Bock auf Camping. Diese Fische, ey. Und die Select. Ui. Ich glaube, Knüppi, wenn alles gut geht, können wir morgen wieder ein paar Duets machen, wenn du Bock hast. Oder vielleicht heute Abend noch, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie schnell ich den Gockel und Spatöl finde. Ich glaube, das ist das Einzige, was mir fehlt. Oder es kommt gleich noch eine Quest dazu. Meine Scavbox ist leider nicht so, ich nenne es mal, ergiebig. Falls du überhaupt noch Lust hast. Vielleicht hast du ja auch schon 9 angelacht. Schwein. Was? Oh, hier war schon jemand drin. Nämlich, bringt Geld. Erstmal Knüppel herlassen? What? Ich hab niemanden harassed. Die gönn ich dir, Alter. Die gönn ich dir. LOL, wie gut. Alter, den gönn ich dir. Den gönn ich dir. LOL, wie er mit seinem Hatchling hochgelaufen ist an das MG. Den gönn ich dir, Magga. Den kannst du haben, Alter. Das war sehr, sehr gut.